Man hört auch immer wieder, wegen dem Klimaschutz müssen wir Haustiere verbieten. Es ist gerade wieder eine Studie über den CO2-Ausstoß von Haustieren herausgekommen. Sollen wir Haustiere verbieten oder gibt es auch noch andere Lösungen? Patti Basler mit ihrem Kommentar dazu. Ja, Michi, in dieser Studie steht tatsächlich, dass ein Hauskatz den grösseren ökologischen Fußabdruck hat als ein durchschnittlicher Ägypter. Und ein Hund sei schlimmer als ein Offroader mit 20'000 km im Jahr. Und leider eignen sich ja auch Haustierexkremente nicht einmal als Bodendünger, weil es beispielsweise im Kot von so einem Hund mehr Schwermetall drin hat als im Gesicht von der Stefanie Heinzmann. Und es ist auch entwürdigend. Es ist entwürdigend, so ein Robidog-Säckchen müssen auflesen, wobei das die bürgerliche Mitte ja schon lange machen. Sie laufen im grössten Kleffer hinten nach. Lesen dem sie Mist auf, und rezyklieren. Gut, inzwischen tun sie wenigstens in ein Säckchen. In so ein dunkelgrünes. Gerade Hunde hätten aber auch die bessere CO2-Bilanz, wenn man sie auch nach ihrem Ableben noch würde auf kulinarischer Basis rezyklieren. Wie man das kennt, ja, von diesen kleinen Leuten ganz aus dem Osten, die das R nicht richtig aussprechen können. Also von den Apizöllen. Natürlich, wenn wir aber in unseren tierlieben Mitmenschen nicht den einzigen treuen Lebensgefährt wegnehmen. Wenn man jetzt so ein flauschiges Fellknüngeli sucht, dann findet man ja im Magazin Tierwelt einen Weg mehr Menschenmaterial als Vierbeiner. Und die hätten auch die Streicheleinheiten viel nötiger. Man weiss ja, dass Menschen, die zu wenig Liebe und Wärme überkommen, geförderter sind, später Gewaltverbrecher zu werden. Also so Einzeltäter. Oder Islamisten. Oder Diktatoren. Darum, wieso nicht anstatt so einen Langhaardackel so einen angehende Zwergschnauzer! Warum nicht statt einen stinkenden Bulldogge so einen linken Bullenverdocker? Oder die gewaltbereiten Linken, die sind eigentlich stubberein und sie schmecken auch nicht so grusig, wenn sie unglücklicherweise von einem Wasserwerfer getroffen werden. Und du musst mit denen nur einmal im Monat um die Berner Reitschule um spazieren, das Körbchen mit dem kapitalistischen Manifest auskleiden und dann apportieren sie auch ganz brav Pflasterstein für die Vorplatz. Und warum nicht so einen Skinhead statt einen Nackthund? Da merkt sehbehinderte Gross im Streicheln nicht einmal einen Unterschied. Warum nicht so einen kleinen Putin statt einen Pudel? Sollte man beide an die Leine nehmen? Und wer es gerne exotisch hat, statt ein Erdmännli, ein kleines, herziges Erdowähnli. Ich meine, die warten beide in Deckung, bis ihr grösster Gegner weg ist, damit sie ungestört im Nachbarrevier markieren können und beide pfeifen aus dem allerletzten Loch. Drum lieber einen zukünftigen Diktator als einen deutschen Drahthor, lieber einen potenziellen Terrorist als einen putzigen Terrier. Ich sage immer, weniger Terrier für weniger Terror. Und wer möchte heimisch bleiben, warum nicht statt einem kläffenden Appenzeller einen Glarner Wadenbeisser? Weil wenn die nicht genug früh ein unter deine Fittich nimmst, ist die Gefahr gross, dass sie dir später ans Bein pissen. Patti Basler!